Die Geschichte von unserem Backstein beginnt in den Bergen. Dort ist der Ursprung vom Lehm und der Lehm ist das Ausgangsmaterial für die Backsteinherstellung. Diese Steinbrocken werden durch die gewaltige Kraft des Wassers weitertransportiert, von den Bergen in die Täler. Anfangs im Wildbach zerbrechen die großen Felsbrocken zu kleinen Steinen. Die Wasserkraft lässt die Steine im Flussbett weiterkollern. Durch die Reibung der Steine aneinander fallen kleinste Steinpartikel ab. Diese werden vom Fluss weitertransportiert. Wenn das Wasser langsam fließt oder in einem See sogar stillsteht, sinken diese kleinen Steinpartikel und legen sich auf dem Grund ab. Es entstehen Schichten aus feinem Material. Diese nennt man Lehmschichten. Nach Tausenden von Jahren können Seen aufgefüllt sein durch solche Ablagerungen. Auf der obersten Schicht wächst Gras oder Wald und der darunter verborgene Lehm ist nicht mehr zu sehen. Vielleicht nach Millionen von Jahren entdeckt jemand beim Graben eine Stelle, wo der Lehm verborgen ist und beginnt eine Lehmgrube auszuheben. Hier endet der natürliche Werdegang von unserem Backstein. Bis jetzt hat nur die Natur gearbeitet. Es entstand Lehm. Der Lehm ist jetzt noch stark verschmutzt mit Steinchen und Erde. Bis er so schön formbar ist für die Herstellung von Backsteinen, braucht es ab jetzt Menschen und Maschinen. Die Lehmgrube Schweißmatt. Hier lagert eine 20 Millionen Jahre alte Gesteinskombination aus Sandstein und schiefrigem Mergel, auch obere Süßwassermolasse genannt. Große Raupentraxe bauen zweimal jährlich die einzelnen Schichten ab. Die Fertigmischung wird auf Depot zwischengelagert und dann im Brecher auf Faustgröße zerkleinert. Den Transport der schweren Fracht ins 1,5 Kilometer entfernt gelegene Werk übernimmt ökologisch sinnvoll die 100-jährige Feldbahn. In der Ziegelei wird das Rohmaterial Ton in den Beschicker gekippt und mit Porosierungsstoffen wie Sägemehl, Papierfangstoffen und Kaffeesatz gemischt. Zwei je 10 Tonnen schwere Läufer mischen und zerkleinern im Kollergang die vorgebrochenen Brocken auf 10 x 16 mm. Diese werden im Vor- und Feinwalzwerk in mehreren Stufen auf 0,8 mm zerkleinert. Wassergehalt und Homogenität dieser Lehmmischung, die im Sumpfhaus zwischengelagert wird, sind von großer Bedeutung für die Qualität der späteren Produkte. Der Doppelwellenmischer knetet nochmals alles durch und optimiert mittels Dampfzugabe die Feuchte des noch immer zu 100% natürlichen Ausgangsstoffes. In der Schneckenpresse nimmt die formlose Masse Gestalt an. Hier entscheidet sich, ob der spätere Stein ein Vollbackstein, ein Sichtbackstein, eine Zelltonplatte, ein Swiss-Modul oder vielleicht ja auch ein Weinlagerelement wird.
Hier bekommt jedes Exemplar auch sein Geburtsdatum aufgeprägt. Eine besondere Position in der Produktepalette nimmt der Isolierstein Monobrick ein. Sein wegweisendes Design baut die ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften der Luft gewissermaßen in den Stein mit ein und ermöglicht einschalige Mauerkonstruktionen mit Dämmwerten von zweischaligen. Das gefragte Produkt ist Hightech und Öko in einem, eines von rund 100 Modellen aus dem breiten Sortiment hochwertiger Bausteine. Noch besteht der junge Backstein aus rund 18% Wasser. Dieses verliert er im anschließenden Trocknungsprozess während 10 bis 12 Stunden. Gleichzeitig verringert sich sein Volumen um 5%. Die neue Trockenanlage ermöglicht einen noch zeit- und energiesparenderen Prozess. Die Grünlinge, die eigentlich hellgrau sind, gelangen automatisch zur Setzanlage und von da auf die Tunnelofenwagen. Wagen um Wagen, vollgepackt mit Backsteinen, fährt in den Schlund des 100 Meter langen Tunnelofens. Auf ihrer Reise werden die Backsteine während gut 40 Stunden aufgeheizt, gebrannt und schließlich wieder abgekühlt. Inzwischen gehen die Steine durchs Feuer. Sie sintern im Vollfeuer bei bis zu 1020 Grad Celsius. 100 Brenner erzeugen diese Temperatur. Sie werden ständig elektronisch überwacht. Die Rauchgase gelangen in die Nachverbrennungsanlage. Keramikwaben mit einer Oberfläche von über 20.000 Quadratmetern sorgen dafür, dass die geforderten Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung eingehalten werden. Nach dem Abkühlen werden die frisch gebackenen Bausteine paketweise palettiert und als Transportschutz mit einer Plastikschrumpffolie versehen. Damit sind sie bereit für den Weg auf die Baustellen der näheren und ferneren Region oder zu einem unserer Vertriebspartner in der Deutschschweiz und im Tessin. Nach seiner Reise von der Ziegelei zur Baustelle wird der Backstein von einem Maurer zu einer Wand aufgemauert. Ganze Häuser werden aus Backsteinen gebaut. Hier endet die Geschichte der Entstehung von unserem Backstein. Der Backstein hat seine Aufgabe bekommen. Irgendwo in einer Mauer trägt er unser Haus und schützt uns vor Kälte und Wetter. Übrigens, der Backstein ist ein Keramikprodukt. Tagtäglich begegnen wir anderen Keramikprodukten, die ebenfalls aus Ton hergestellt werden.